Guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie, liebe Kollegen, zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem Halleschen FC und den Gästen vom KFC Uerdingen. Beide Trainer haben Platz genommen. Der Gast hat wie immer das erste Wort, Norbert Meyer, die Phase bitte. Ja, schönen guten Abend erstmal. Ja, Glückwunsch an alle, an Trainerkollegen und an Mannschaft. Ein auch in dieser Höhe absolut verdienter Sieg. Ich habe vorher gewarnt, dass natürlich Halle hier loslegen wird, die Feuerwehr. Wir haben die zwei frühen Tore bekommen, die natürlich auch Halle in die Karten gespielt hat. Aber das soll eigentlich die Leistung des Gegners überhaupt nicht spielen. Sie waren uns heute wirklich in allen Belangen überlegen. Alleine was Robustheit angeht, Wille, Zweikampfstärke. Und man hat gesehen, dass diese Mannschaft nicht umsonst so eine tolle Hinrunde gespielt hat. Und in dieser Verfassung sicherlich auch ein richtiges Wort wird mitsprechen können um die drei ersten Plätze in der dritten Liga, wobei ich nicht meinen Trainerkollegen damit unter Druck setzen will. Ich weiß nicht, welche Zielsetzung alle hat. Wenn man uns hat spielen sehen heute, dann sind wir von diesen drei Plätzen wirklich meilenweit entfernt. Ich hätte nicht gedacht, dass nach der ansprechenden Leistung gegen Münster am Montag noch so ein Spiel folgen würde, wo wir wirklich, ja, wenn man ehrlich noch mehr Tore hätten bekommen können, und deswegen nochmal ein ganz verdienter Sieg, braucht man nicht drum rumreden, muss ich auch nicht schön reden hier. Ja, das soll es gewesen sein. Danke. Vielen Dank, Norbert Meyer, und gebe das Wort an Frau Sitzinger. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank erstmal, Norbert, für die Glückwünsche. Ich habe auch eine extrem gute Leistung meiner Mannschaft gesehen. Ja, ich denke, gerade auch so ein Stück weit nochmal Bezug nehmend auf das letzte Auswärtsspiel in Osnabrück und dort vor allen Dingen die erste Halbzeit, war das genau die Reaktion, die ich von meiner Mannschaft sehen wollte, erwartet habe. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber die ich sehen wollte. Ja, dass wir uns mal lösen von irgendwelchen Platzierungen, von irgendwelchen Ergebnissen, die wir möglicherweise erzielen wollen, sondern dass wir diesen Powerfußball, dieses Tempo, diese Laufbereitschaft, dieses gemeinsame Agieren auf den Platz bringen wollen, und dann kriegen wir irgendwas dafür. Ja, das war heute ein 4:0-Sieg, der in der Höhe, Norbert hat es schon gesagt, meines Erachtens auch völlig verdient ist. Und manchmal kriegt man eben nicht den Lohn dafür, aber vorne dran steht eben erstmal die Leistung, und die war heute geschlossen, stark, geschlossen, gut, und es war genau die richtige Reaktion nach der Niederlage letzte Woche, und ja, jetzt sollten wir da dranbleiben. Wir werden weitermachen, wir werden dort keinen Millimeter nachlassen und werden versuchen, die nächsten 3 Monate bis zum Ende der Saison alles rauszuhauen, was möglich ist, und dann gucken wir genauso wie nach diesem Wochenende einfach mal, wo wir stehen. Danke. Ja, danke, Klaus Zinger.